Hi Leute, heute gibt es eine neue Creepypasta und zwar die SCP-127, die lebende Pistole. Infofakt. SCP-127 wird nicht gefährlicher eingestuft als andere Handfeuerwaffen seines Typs. Dennoch muss es aufgrund seiner anormalen Eigenschaften in Waffenspind 7C in einer Mischung aus Wasser, Calcium und Proteinen eingesperrt werden, wenn es nicht gerade in Benutzung befindet. In dieser Zeit haben nur Forscher die Erlaubnis, SCP-127 aus seinem Gefäß zu entnehmen. Auf den ersten Blick sieht SCP-127 aus wie eine normale MP5 Maschinenpistole. Tests haben aber ergeben, dass SCP-127, abgesehen von der Stahlhülle, aus organischem und lebendem Material besteht. Die Munition ähnelt menschlichen Zähnen. DNA-Tests ergaben aber, dass die Patronen keiner auf der Erde lebenden Spezies zugeordnet werden können. SCP-127 verfügt über zwei verschiedene Feuermodi, halbautomatisch und vollautomatisch. Beim Wechsel zwischen den Feuermodi kann man ein organisches Stöhnen wahrnehmen. Nachdem das Magazin von SCP-127 geleert ist, normalerweise 60 Schuss, dauert es 3 bis 5 Tage, bis die Munition wieder nachgewachsen ist. Versuche, das Magazin zu entfernen, schlugen fehl, da dieses wohl an SCP-127 angewachsen ist. SCP-127 ist nicht fortpflanzungsfähig. Scans zeigten, dass es keine Fortpflanzungsorgane besitzt und braucht keine Nahrung außer Wasser, Calcium und Proteine. SCP-127 befand sich ursprünglich im Haus eines Mannes namens Mr. James. Mr. wurde in der Nacht des 17.11.1991 tot durch einen Herzinfarkt in seinem Haus aufgefunden. Der Gerichtsmediziner berichtete, dass Mr. wohl am Morgen des 8. November starb, jedoch erst nach über einer Woche entdeckt worden war. Keine weiteren Besonderheiten bezüglich seines Todes wurden festgestellt. ADF und FBI hatten den Befehl, seine Waffen zu beschlagnahmen, da Mr. im Besitz einer großen Waffensammlung war. SCP-127 wurde noch bei den Arbeiten des ADF und FBI ausfindig gemacht und sofort von der SCP Foundation beschlagnahmt. Nachtrag: SCP-127 wurde am als sicher umkategorisiert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mal doch ein Abo da und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.